Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele heute wieder Killer und zwar die Krankenschwester. Da wird es echt mal wieder Zeit. Die habe ich mal eine Zeit lang so lang, so gern, so viel gespielt und dann irgendwie so gar nicht mehr. Aber da ist er wieder. Und zwar spiele ich die mit den Perks. Ruf einer Krankenschwester, da vorne repariert schon jemand. Verdammter Mist. Ich bin ein bisschen außer Übung mit der Frau. Ja, Fluch einer Krankenschwester. Barbecue und Chili, Ruin und eiserne Jungfrau. Hallo, mein Freund. Verdammter Mist. Kriegen wir alles noch hin. Ich muss erstmal wieder reinkommen mit der guten Frau. Verdammter Mist. Kriegen wir alles hin? Ich muss erstmal wieder reinkommen mit der guten Frau. Ein Treffer und ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Und da habe ich ihn. Erster Generator ist repariert, aber der erste Survivor liegt. Hier mach ich mal die Tür weg. Auch wenn es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, die zuzulassen. Da gebe ich den Survivern eher einen zusätzlichen Weg als mir. Denn ich ignoriere Wände. Aber ja gut, ist halt jetzt einfach mal so. Du kommst an den Haken. So, Barbecue und Chili, verrate mir was. Du siehst mir ein bisschen vorsichtiger aus. Hallo? Da wurde schon gerettet. Ich sehe mir jemand rein. Ja. Ich sehe dich. Okay, du hast Sprintboost, dann... Ja. Deswegen hätte ich die andere Wand auch besser weglassen, da lassen sollen. Verdammter Mist, wo ist die hin? Die ist in die andere Richtung gerannt. Ich glaube, die verwirrt sich gerade selbst mega. Ist sie unten? Okay, und jetzt verwirrt sie mich. Wo ist sie? Da. Du kommst aber da nicht mehr ins Haus rein, denn... Boah, zwei Generatoren schon. So. Genug rumgehampelt. Schluss mit den Spielchen. Ab an Haken mit dir und ich brauche dringend Barbecue und Chili. Hallo Quentin. Schade. Wo ist er? Wo will er hin? Der rennt auf alle Fälle weg. Na klar rennt er weg. Was soll er sonst machen? Einmal. So, ich sollte nicht zu vorlaut sein. Dafür sind meine Skills mit der guten. Was? Du hörst mal schon auf damit. Aha, da ist ein David King. Einmal, da wurde gerettet. Und da rennt er schön in mich rein. Perfekte Teleportation. Ja, Teleportation. So, Haken. Da ist ein Haken. So, jetzt kommt das Ganze doch mal so ein bisschen in Gang. Die anderen beiden werden sich höchstens ein Teil. Hab ich dich. So, Quentin, mein Freund. Der hat mich genug geärgert. Damit hängt er das zweite Mal und bereitet mir hoffentlich nicht mehr ganz so viele Probleme. Und er hängt im Keller. So. Da rennt jemand. Ah, Feng, das habe ich noch gar nicht gesehen. Nope. Du bleibst da schön aus der Schule draußen. Und rettest den jetzt erstmal nicht. So, kriegst einen Treffer ab. Und dann mal gucken, wo es jetzt hingeht.
Da war sie zu gierig. Ich glaube, die wollte tatsächlich wieder retten. So, du kommst an den Haken da vorne. Und jetzt brauchst du wieder Barbecue und Chili. Sind schon rausgerannt. Mal schauen. Oh, hi. War das Absicht? Verdammter Mist. Verdammter Mist. Viel zu kurz teleportiert. Aber die haben schon deutlich mehr Druck als am Anfang. Da sind noch die Rennspuren. Und da sind die Rennspuren weg. Ja. Wo seid ihr, meine Lieben? Wo seid ihr? Die Generatoren hier sind alle bei Null. Ja, aber da sind Rennspuren. Dem gehe ich doch gleich mal auf den Grund. Hallo? Bist du da drin? Ach, Eiserne Jungfrau ist so ein schöner Perk. Wenn er mal funktioniert. Er funktioniert leider viel zu selten. Aber wenn er funktioniert, ist er schön. So. Und da habe ich wieder Barbecue und Chili. Da vorne ist Feng. Und Quentin. Ah, Quentin wäre tot. Oh. Hab dich. Und da wurde auch gerade der Haken freigemacht. Nein, vergiss es. Oh, wie du das vergessen kannst, Fräulein. Willst du es nochmal probieren? Nein. Feigling. Hi. So. Da hast du dich jetzt selbst ausgemoved. Aber ich glaube, da hinten wird direkt wieder... Nee, gar nicht wahr. Das, was ich gehört habe, war weiblich. Und es leben aktuell nur zwei männliche Überlebende. Beziehungsweise noch Überlebende. Hier ist noch keiner. Aber es ist schön, dass die Generatoren von alleine zurückgehen. Auch wenn ich eigentlich Generatoren beschädigen müsste, habe ich überhaupt nicht dran gedacht bei meiner Perk-Auswahl. Aber gut. Das ist Quentin. Der rettet die jetzt auch. Nein, macht er nicht. Ist er gerade da rein? Da ist er. Dumm. Ja, Feng geretten. Ich möchte dich selbstverständlich nicht tunneln. Einmal. Wo ist er hin? Da vorne. Die habe ich mal so locker flockig runtergespielt, die Runden mit der Krankenschwester. Und jetzt ist es richtig anstrengend. Aber es ist anstrengend. Ich muss mich mega konzentrieren. So, Quentin, wo geht's weiter? Da. Hm. Boah. Ich muss zugeben, das war mehr Glück als Verstand. Aber es hat funktioniert. Ich meine, ich will mich nicht beklagen. Da liegt er auch direkt am Haken und der ist endlich tot. Der war mir so ein bisschen ein Dorn im Auge. So, da vorne ist jemand. Hier sind aber auch Rennspuren. Aber ich guck mal, wer sich da vorne hin verkrümelt hat.
Ich stelle auch gerade fest, sie haben nach den zwei, die sie relativ safe durchgezogen haben. Hier ist doch jemand. Ich höre es doch. Gar keinen Generator mehr gemacht. So. Jetzt gehen wir mal hinterher. Und haben sie. Jetzt darf nur keiner in der Nähe sein, der jetzt die Palette umwirft, aber. Nein. Machen sie nicht. Das wäre ja frech. So, jetzt muss ich wieder auf Barbecue und Chili vertrauen. Feng, was machst du da? Was ist dein Plan? Oh, hier ist sie offen. Ich dachte, die wäre hinter der Hütte gefangen. So, da ist der zweite tot. Palette umgeworfen, wofür? Tretergenerator, aber es sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Ich finde immer, so Killerspielen, das verlernt man nicht. Das ist wie Fahrradfahren. Man kann es immer, und auch wenn man es länger nicht gemacht hat, hat man einen wackeligen Start. Aber es ist nie ganz raus. So, der rennt hier in der Schule. Und da ist ein Rennspulen. Da ist er. Der darf jetzt nur die Luke. Da ist die Luke. Da bist du einmal falsch abgebogen, mein Freund. Es tut mir ja leid. Aber ich finde, das habe ich absolut verdient. So. Komm, mach noch ein bisschen Ausgang auf. Die Punkte gebe ich dir. Aber ich lasse dich nicht raus. Ich meine, man will ja nett sein, oder? So, jetzt reicht's. Wahrscheinlich will er mit Staffel wegflamen oder hassen oder sonst irgendwas. Wenn der jetzt die Daily hat mit David den Ausgang aufzumachen, wird er mich erst recht hassen. Aber ich habe ihm Punkte geschenkt. Ich finde, es war ein sehr großzügiger Zug von mir. Aber man kann es halt immer jedem recht machen. So. Finde ich okay. Ist gut gelaufen. Nach den kleinen Startschwierigkeiten. Haben wir das doch alles noch gut gerettet. Firma Schilland. Alle einen besseren Rang als ich. Ja, war wieder Rangreset und ich habe es wieder nicht gepackt, mal im Rang zu steigen. Aber mein Gott, ist okay. Die waren sowieso alle höhere Rang als ich. Also damit ist es wieder ausgeglichen. Okay, meine Freunde. Dann hoffe ich mal, dass euch die Runde gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und ja, schreibt mir eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein!